Die besten Zitate, Sinnsprüche, Lebensweisheiten und Aphorismen von Alexander Solschenizin. Alle schlechten Menschen helfen einander. Darin liegt ihre größte Stärke. Zu keiner Zeit ist die Welt ohne Krieg gewesen. Nicht in 7 oder 10 oder 20.000 Jahren. Alle Zukunftsdeuter haben sich geirrt und werden sich weiter irren darin, dass die Kunst verfallen, ihre lebendigen Formen verlieren, sterben werde. Sterben werden wir, sie aber wird bleiben. Alles, was in der Ferne vor sich geht und uns nicht direkt bedroht, das heißen wir gut. Bitter ist die Wahrheit der Geschichte. Doch besser scheint es, sie auszusprechen, als sie zu verheimlichen. Der freie Mensch kennt nicht den Wert der Dinge. Für einen Gefangenen, der einen billigen Spiegel benutzt, kleiner als eine Handfläche, und der selbst diesen nicht immer hat, ist es ein Feiertag, sich in einem großen Spiegel zu erblicken. Die deutsche Sozialdemokratie ist eine Promenadenmischung aus Marx und Moltke. Die Gewalt findet ihre einzige Zuflucht in der Lüge, die Lüge ihre einzige Stütze in der Gewalt. Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Der Krieg ist der Preis, den wir für das Leben in einem Staat zahlen. Bevor man den Krieg abschaffen kann, muss man alle Staaten abschaffen. Die Rettung der Menschheit besteht gerade darin, dass alle alles angeht. Die westliche Gesellschaft nähert sich einer Grenze, hinter der das System unstabil wird und zerfallen muss. Immer weniger beschwert von vielhundertjähriger Legalität, marschiert die Gewalt schamlos und siegreich durch die ganze Welt. Ein Mensch ist so lange glücklich, solange er wild entschlossen ist, glücklich zu sein. Ein neues Lebensalter, eine neue Lebenslage und ein und derselbe Mensch wird ein ganz anderer. Wir wollen uns weigern, das zu sagen, was wir nicht denken. Grübeln und Denken haben mich gelehrt, dass sich das Leben in Wahrheit nicht am vielen, sondern am geringen auskosten lässt. Im Privatleben darf Freundschaft nicht zur Selbstaufgabe führen, denn die wird niemals gedankt. Noch mehr gilt das in den zwischenstaatlichen Beziehungen. Immer haben die Menschen ein schönes Gesicht, die im Einklang mit ihrem Gewissen leben. Jede menschliche Gemeinschaft gewinnt Bedeutung durch das, was einer im anderen sieht, benennt, erweckt. Mit den schwachen Kräften einzelner Macht und Gewalt widerstehen, heißt den allgemeinen Frieden stärken. Wenn wir immer nur vorsichtig sind, sind wir dann noch Menschen? Wer die Gewalt als seine Methode proklamiert hat, muss die Lüge zu seinem Prinzip machen. Durch menschliches Gewissen nicht gebändigt, von Gottes Atem unberührt, sind Kapitalismus und Sozialismus gleichermaßen widerlich. Der Mythos, wir hätten jetzt eine Demokratie, rührt in erster Linie daher, dass diese Lüge unermüdlich wiederholt worden ist. Zumal im Westen hat man sehr gern daran geglaubt. Wir haben höchstens demokratische Kulissen. Jeder, der Gewalt zu seiner Methode gemacht hat, muss zwangsläufig die Lüge zu seinem Prinzip erwählen.
Wie können wir uns vom Kommunismus befreien, ohne von seinen Trümmern erschlagen zu werden? Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Bitter ist die Wahrheit der Geschichte, doch besser scheint es, sie auszusprechen, als sie zu verheimlichen. Kommunismus ist eine kriminelle Ideologie. Atheismus ist das Grundübel unserer Zeit. Die Menschen haben Gott vergessen, und das ist der Grund für die Probleme des 20. Jahrhunderts. Mit den schwachen Kräften einzelner Macht und Gewalt widerstehen, heißt den allgemeinen Frieden stärken. Ein neues Lebensalter, eine neue Lebenslage, und derselbe Mensch wird ein ganz anderer. Popmusik und Rockmusik, Porno, das ist mir alles zuwider. Die wahre Lösung für Russland liegt gegenwärtig in einer vernünftigen Verbindung der mehr oder weniger etablierten Zentralmacht, die von einer starken Präsidentenmacht ausgeht, mit der lokalen Selbstverwaltung. Gegen vieles in der Welt vermag die Lüge aufzutreten, nur nicht gegen die Kunst. Mit halben Schritten und halbherzigen Maßnahmen hat er experimentiert, ein äußerst unentschlossener Politiker. Eine trübe Flut hat das Land erfasst. Meine Bücher werden alle in die Heimat zurückkehren. Das ist meine feste Überzeugung. Ein Land wie Russland, so riesig und geografisch so mannigfaltig, mit den unterschiedlichsten Religionen und Nationalitäten, mit einem so komplizierten Verkehrsnetz, braucht in der Tat eine starke Zentralmacht. Der deutsche und der russische Charakter sind eng verwandt. Der Westen lebte mit einer durch nichts begründeten Legende, unter Boris Jelzin sei in Russland die Demokratie eingekehrt, seien marktwirtschaftliche Reformen verwirklicht worden. Gorbatschow war 6 Jahre lang damit beschäftigt, alles zu zerstören, doch er errichtete nichts Neues. Am Führungsstil von Gorbatschow überraschen die politische Naivität, mangelnde Erfahrung und Verantwortungslosigkeit gegenüber seinem Land. Das war keine Machtausübung, sondern ein sinnloser Verzicht auf Macht. Ich konnte keine persönliche Ehrenbekundung akzeptieren für ein Buch, das mit dem Blut von Millionen Menschen geschrieben worden war. Die Hauptverantwortung lastet natürlich auf dem Machtapparat. Wer soll eine größere Verantwortung für einen Schiffbruch tragen als der Kapitän? Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.